Ikebukuro, das wollte ich schon immer mal sagen. Leider bin ich nicht hier aufgewacht in Ikebukuro, sondern ich bin schon seit gegen um 8 unterwegs. Heute ist es jetzt gegen 11, glaube ich. Ich bin aus Kofi jetzt einen Tag lang nach Tokio gefahren und zwar habe ich vor, in Ikebukuro noch mal ein bisschen mehr Cosplay-Shopping zu machen, was ich beim letzten Mal ja nur semi-erfolgreich gemacht habe. Aber ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich mir meine Perücke vorbestellen konnte und ich habe jetzt ein E-Mail bekommen, in der mir gesagt wurde, dass es die wieder gibt. Das heißt, ich werde jetzt vor allen Dingen diese Perücke kaufen und dann noch ein paar andere Cosplay-Shops besuchen. Und ja, ich bin jetzt am Seibu East Exit an der Ikebukuro Station rausgegangen und werde jetzt direkt losmachen. Und da wären wir beim Perückenladen angekommen, jedoch hat der bis 11.30 Uhr noch zu. Was heißt, ich gehe mir erstmal einen Matcha Latte bei Starbucks holen. Und jetzt geht es um die Ecke hier in den Animate, von dem ich euch schon mal erzählt habe. Der ist eigentlich direkt gegenüber. Perückenladen. Und in der Straße ist der Animate. Und ich habe euch schon mal erzählt, Ikebukuro ist der Schauplatz von Durarara. Und es gibt hier einfach mal ein Jidohan bei jedem Durarara Design. Die nächste Reihe von Läden, die recht gut sein soll, ist K-Books und zwar das Cosplay-Kan. Es gibt verschiedene K-Books-Läden, die unterschiedlich aufgeteilt sind nach verschiedenen Themenbereichen. Zum Beispiel einer nur für Bücher, einer nur für Character Goods und der ist eben nur für Cosplay. Und der ist auch in der Seitenstraße nebenan. Ich werde euch die ganzen Läden verlinken mit Google Maps Links und da gehen wir jetzt rein. Hier seht ihr es auch nochmal, da ist eine Karte und die sind halt alle hier in Ikebukuro verteilt und jeder ist halt auf was anderes spezialisiert, wie gesagt. Noch an einem kleinen Schrein vorbeigekommen und habe gedacht, das ist ein guter Ort, um mal kurz einen kleinen Zwischenstopp zu machen. Hier ist zwar direkt neben einer Baustelle, aber wenn ich auf der Straße lang laufe und erzähle, fahren auch andere Autos vorbei. Also egal wo ich bin, ist es gerade irgendwie laut. Und ja, ich war jetzt in diesen ganzen Cosplay-Läden, muss aber sagen, dass ich nicht so viel gekauft habe. Das lag einfach daran, dass ich persönlich es lieber mag, meine Cosplays halt selbst zu machen, was zurzeit halt aus diversen Gründen, wie zum Beispiel meine Nähmaschine ist in Deutschland, nicht geht. Das nächste Problem war, dass das Cosplay, was ich halt vielleicht zur Comic Cat machen wollte, einfach nicht als komplettes Kostüm vorhanden war, weil es halt nichts Aktuelles ist. Bei diesen Cosplay-Shops ist es so, es gibt sehr viele Perücken, sehr viele Kontaktlinsen und so, Accessoires oder halt auch die ganzen Schwerter nachgemacht und sowas. Dafür ist es vielleicht ganz gut, wobei ich auch fand, manche Schwerter sahen klobig aus. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, von diesen Zeugs gibt es da echt viele Sachen und dann halt auch fertige Kostüme. Wenn man wie ich aber sein Kostüm selbst macht, dann ist so 100 Euro für ein fertiges Kostüm zwar günstig, aber ja, ich glaube, man hätte sehr viel daran zu meckern oder so. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel gekauft. Wie gesagt, nur die eine Perücke, die ich mir vorbestellt hatte. Unterm Strich muss ich also sagen, ist man, wenn man in Japan wohnt, im Vorteil, was Cosplay angeht? So vielleicht, wenn es jetzt ein Cosplay ist, was aktuell ist, was man halt auch einfach als fertiges Kostüm kaufen möchte, kann man das dort sogar in manchen Läden anprobieren und dann schauen, ob es das Richtige ist oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber für Leute, die halt vieles lieber selber machen, ist es so, das Einzige, was wirklich für mich ein Vorteil ist, ist halt wirklich dieser Perückenshop, wo ich mir alle Perücken angucken kann, die Länge sehen kann, die anfassen kann, die Farbe sehen kann und sagen kann, okay, die ist es. Und ja, dafür war es gut. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt in einem anderen Teil von Ikebukuro und zwar auf der Westseite des Bahnhofs. Bisher war ich meistens immer nur auf der Ostseite. Ja, jetzt bin ich auf der Westseite, denn es gibt hier einen Laden, der
traditionelle japanische Süßigkeiten in Eulenform verkauft. So, jetzt fragen sich manche, warum gerade Eulen? Bei den Kanji von Ikebukuro kann man das zweite Kanji auch als Fukuro lesen. Und das bedeutet an sich alleinstehend so viel wie Tüte oder Beutel. Aber Fukuro bedeutet eben auch Eule, nur eben nicht mit diesem Kanji, aber eben genau mit dieser Lesung. Und weil Japaner Wortspiele irgendwie mögen oder so, gibt es in Ikebukuro halt sehr viel mit Eulen. Frag mich nicht so richtig warum, aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich mag diese Wortspiele auch irgendwie und deswegen habe ich gedacht, bei diesem Shop kann man mal vorbeischauen. Der Laden heißt übrigens Miharado, aber ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr nicht wollt, dass Google euch zufällig bei einem Schrein vorbeiführt, wie Google es jetzt bei mir gemacht hat, sondern ihr am liebsten direkt zu dem Laden wollt, dann googelt nicht einfach Miharado Ikebukuro, denn das führt euch zu einer falschen Adresse und ich werde die richtige Adresse unten in die Videobeschreibung packen und ich laufe jetzt zurück zum Bahnhof mehr oder weniger. Und da ist der Laden Miharado. Lustigerweise haben die ein Zeichen, was ein bisschen wie der Zelda Triforce aussieht und ich habe heute ein Zelda T-Shirt an. Es ist fast wie gewollt. Und ich bin im Himmel. Wenn das nicht das Zelda-Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt noch mehr oder weniger damit ausklingen lassen, dass ich noch ein bisschen in Ikebukuro rumgelaufen bin und einfach noch mal das Feeling hier genossen habe, weil es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass ich hier bin. Und ja, das heißt, ich habe angefangen, so ein bisschen Abschied von Ikebukuro zu nehmen, was ein bisschen traurig ist, weil es irgendwie mein Lieblingsstadtteil in Tokio ist. Aber naja, so ist es nun mal. Und ja, damit beende ich das Video jetzt und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.